Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Leicester City ist unser erster heutiger Gegner. Und ja, 12 Spieltage noch in der Premier League für uns und es sieht momentan schwer aus. United, Liverpool, Chelsea vor uns, also da zählt jeder Punkt und gegen Leicester 3 Punkte zu holen wäre schon ganz schön und vor allem auch wichtig. Also mal schauen, ob es klappt. Leicester mit schmeichelndem Tor, so wie man es erwartet. 4-4-2 auch so wie man es erwartet eigentlich. Iheanacho und Slimani vorne im Sturm. Musa zum Beispiel noch auf der Bank bei uns. Oh, nicht die größten Überraschungen. Oxford in dem PC ja in der Innenverteidigung. Samuelsen kommt mal rein. Ja, das ist die Überraschung. Zinchenko und Vadio im Mittelfeld vorne. Arnautovic müssen ein bisschen schon für das nächste Spiel, weil der Spielplan, der ist eng und er verlangt ziemlich viel von uns. Da ist Samuels mal. Macht, glaube ich, sein erstes Spiel unter unserer Führung, nachdem er ja von der Laie zurückgekehrt ist. Zinchenko in die Mitte. Arnautovic trifft früh in dieser Partie. Das Aluminium, das kennen wir ja leider zu gut diese Saison. So oft, wie wir schon das Aluminium getroffen haben. Masuaku. Auch ein schöner Pass in die Mitte auf Arnautovic. Da ist Zinchenko. Bleibt hängen mit seinem ersten Schuss. Und der zweite geht knapp über das Tor. Mit dem linken nimmt er den direkt nach dem Abpraller. Hat leider kein Glück. 10 Minuten noch bis zur Pause. Passierte nicht so viel in dieser ersten Halbzeit. Außer dass Slimani mal mit einem Schuss Lopez prüft. Der aber zum Glück hellwach ist und kein Problem damit hat. Hat sich auch so langsam richtig etabliert in der Premier League. Zeigt starke Leistungen. Nachdem er am Anfang doch schon einige Gegentore hinnehmen musste, was aber auch so ein bisschen der Abwehr geschuldet war. Zinchenko sieht den Platz in der Mitte und Arnautovic steht da und macht das Ding 1-0 für West Ham. 37. Minute und schön die Lücke gesehen von Zinchenko, der dann Arnautovic anspielt. Der trifft sogar noch Schmeichel. Da kann er nichts mehr machen, macht sich sehr breit, kriegt den Ball an den, ja, an die linke Wade. Und dadurch geht der Ball dann rein. Tor Nummer 21 für Arnautovic, für unseren Stürmer, der vorher eigentlich immer auf der 10 gespielt hat. Dann aber mit Patrick Schick getauscht hat und seitdem läuft's richtig gut. Oder wieder auf der rechten Seite für Leicester City, bringt den Ball in die Mitte auf Iheanacho. Vorbei. Knappes Ding. Auch für den Nigerianer von Leicester, aber kein Tor. Und damit 0-1 aus Leicester Sicht zur Halbzeitpause. Läuft bisher für West Ham. Kann aber noch ein bisschen besser laufen mit einem 2-0 beispielsweise. Aber Sam Barham, ja, gibt erstmal den Ball ab. Ja, keine gute Grätsche von Zinchenko, kommt er nicht mal ansatzweise an den Ball ran. Unten ist Albrighton ziemlich frei. Kommt an Oxford vorbei. Oben ist Platz für Olavide, der den Ball auch hier wieder nicht gut trifft. Also Leicester hat die Chancen. Die hätten auch schon locker ausgleichen können. Aber sie machen es eben nicht. Da fehlt halt wirklich der Zwang im Abschluss, dass sie da wirklich mal das Tor treffen. Irgendwie klappt das bisher nicht. Kina gerade reingekommen. Und macht nicht die Vorlage zum 2-0. Ach, Chance verpasst. Zinchenkos Ecke danach auf Byram. Auch hier wieder vorbei. Also nicht nur bei Leicester. Hakt es ein bisschen im Torabschluss, sondern auch bei West Ham United. Das Problem ist halt, so hält man Leicester natürlich im Spiel. Olavide kriegt den Ball nicht. Nochmal die Konterchance. Haksha Banovic auf Kina. Schön und Nobiang gesehen. Halbe Stunde immer noch zu spielen. Byram wartet auf Möglichkeiten. Sieht in der Mitte Zinchenko. Oh, Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Wartet auf Kina. Und der macht es 2-0. 2-0 durch Domingos Kina. Die 63. Minute bringt das lang erwartete 2-0. Schöner Pass, der wieder von Zinchenko kommt. Zweite Vorlage für unseren Ukrainer heute, der auf der 10 spielt. Und Kina mit seinem zweiten Tor in der Premier League. Die Nummer 36 trifft in der 63. Und das reicht dann auch zu einem 2-0-Sieg gegenüber Leicester für wichtige 3 Punkte. Im Kampf um die Champions League, vielleicht sogar um die Liga, wer weiß, ist momentan alles eng. United spielt noch gegen Southampton, City hat 1-1 gespielt, aber momentan ist da nicht so wirklich viel Relevantes für uns drin.
Müssen jetzt erstmal gegen Frankfurt ran in der Europa League. Was ja auch eine kleine Herausforderung werden dürfte. Frankfurt nicht umsonst so weit gekommen in der Euroleague. Aber wir spielen zuerst zu Hause und das könnte uns gut nützen. Mit dieser Startelf soll das funktionieren. Eigentlich alles wieder rein, was ja Klang und Namen hat bei uns. Eigentlich unsere Standardaufstellung. Bei Frankfurt sieht das so aus: Radetzky im Tor. Das Ganze in der Dreierkette vorne mit Alea und Kevin Prince-Boateng. Januzaj links, Marco Fabian rechts im Mittelfeld. Frankfurt in Rot von rechts nach links, aber Ballbesitz erstmal für West Ham United nach 5 Minuten durch Charlie Musonda von links nach rechts, der an Marco Rose vorbeikommt. Schon im 16er, schöne Flanke in die Mitte und Patrick Schick mit der frühen Führung 1-0. Da zahlt sich die Dreierkette bei Frankfurt nicht aus, weil die Außen schlecht besetzt waren. Marco Rose muss hier halt in der Mitte aufmachen. Dadurch fehlt halt in der Mitte derjenige, der auf Patrick Schick aufpassen muss. Und er stiehlt sich eben ganz easy davon, macht sein fünftes Tor in der Europa League, natürlich nicht Premier League, in der 6. Minute und bringt West Ham halt wirklich früh in Führung, was sehr wichtig sein kann. Antonio mit Problemen, Mascarell auf Alea, der kriegt den Ball nochmal, aber schafft es nicht, diesen Abpraller zu kontrollieren. Und so gibt's nicht die sehr gute Chance für Eintracht Frankfurt. Masuaku auf Musonda und Borges. Aubameyang wechselt die Seite mit Rechtsverteidiger Mukiele. Antonio, ja, spielt mit sich selbst. Antonio nochmal von Arnautovic angespielt. Antonio trifft den Pfosten. Wie so oft wird West Ham vom Aluminium gestoppt. Ganz schlimmer Pass hier von Aubameyang. Alea kriegt den Ball und die erste gute Chance für Frankfurt. Ja, starke Ballmitnahme vom Franzosen, schafft es aber leider nicht, den Ball gefährlicher raufzubringen auf das Tor von Paul Lopez, die anschließende Ecke brachte dann auch nichts ein. 10 Minuten später gibt es aber mal Patrick Schick, der den Ball auf Antonio bringt. David Abraham ist sein Gegner, zieht in die Mitte, wartet, aber lässt alle aussteigen und trifft schon wieder Aluminium. Unfassbar. Hätte schon 3-0 stehen können, hätte aber auch 3-1 stehen können, wenn Alea die Chance genutzt hätte. So bleibt es beim 1-0 für West Ham zur Halbzeitpause. Ist aber auch ganz gut, dass die 0 steht, denn ein Auswärtstor sollte Frankfurt nicht unbedingt bekommen. Patrick Schick kommt vorbei an Marc Stendera. Patrick Schick! 2-0! 1 Minute und 40 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt. Und Patrick Schick macht sein zweites Tor an diesem Abend. Freut sich mit Antonio, der vorher zweimal die Latte unter Feuer, den Pfosten berührt hatte. Aber der Schuss von Schick, der passt genau. Und bringt West Ham 2-0 in Führung. Stunde ist um. Frankfurt, ja, schon geschockt eigentlich von dem frühen 2-0. Da kriegt mal Alea den Ball, wartet. Paul Lopez mit Problemen. Kriegt den Ball dann aber nicht vorbei. Ball ist noch sehr heiß durch Mascarell und Boateng, der dann aber nicht richtig angespielt wird von eben dem Spanier. Arnautovic kriegt den Ball, muss auf seine Mitspieler warten. Sieht oben Antonio anstapfen. Kriegt den Ball und schiebt ihn locker an Radetzky vorbei. 3-0. Michael Antonio, und das muss es doch eigentlich für Frankfurt gewesen sein, zumindest in diesem Spiel. Auch wenn sie noch die Option den Auswärtstor haben. Aber dafür müsste jetzt langsam mal was kommen. Schöner Pass von Arnautovic auf Antonio und der schiebt den Ball aber mal sowas von locker rein. Keine Probleme für den Engländer. Und danach war dann auch Schluss. Also Frankfurt wirklich ohne Auswärtstor. 3-0 insgesamt. Ein sehr souveränes Ergebnis für uns. Schick zweimal und dann einmal Antonio. Wollen uns dann aber natürlich trotzdem nicht im Rückspiel auf die faule Haut legen, weil das wäre dann ziemlich schädlich. Wollen einfach nur volle Pulle weiter geradeaus gehen und müssen jetzt wieder im FA Cup ran gegen Arsenal, Viertelfinale. Also alle Wettbewerbe mal wieder heute vertreten für uns. Arsenal wird der nächste schwere Gegner werden. Wir kriegen nochmal ein Transferangebot für Masuaku, den wir aber nicht abgeben möchten. Deshalb schauen wir uns dieses Angebot auch gar nicht erst an. Also West Ham United zu Hause im London Stadium gegen Arsenal. Mit dieser Startaufstellung müssen sehr viel ändern, weil wir halt momentan viel rotieren müssen.
Also kommt China auf der rechten Seite rein, Vadillo links, Zinchenko auf der 10, vorne Kartunen. Arsenal anders als im ersten Ligaspiel mit einer Fünferkette und ziemlich vielen Namen. Van Dijk in der Mitte der Dreierkette oder eher Fünferkette, Mustafi auch dabei, Koscielny dabei. Auch Özil und Alexis vorbei, während Lacazette hier fast das 1-0 köpft für Arsenal. 3,5 Minuten um und da hat gar keiner richtig reagiert. Also mit ein bisschen Glück für Arsenal und für den Franzosen Alexandre Lacazette, mir ist der Name gerade nicht eingefallen, wäre das hier fast das 1-0 gewesen. Da ist wieder Lacazette, schön abgelegt auf Alexis und wieder Lopez. Wie auch eben, macht, wenn er gefordert wird, gute Paraden, El Neni. Die ersten Minuten gehörten wirklich nur Arsenal in diesem Derby. Das Özil bringt den Ball noch nicht, legt ihn sich auf links, macht Lacazette scharf, aber der kann den Ball nicht an Lopez vorbeischieben. Also West Ham wirklich mit richtig vielen Problemen innerhalb der ersten 35 Minuten. Das ist Casemiro. Auf Özil, hat viel Platz, sieht unten Kolasinac anlaufen. Flanke kommt sehr gut und Lopez wieder mit einer Klassenparade. Das ist halt richtig, richtig stark, was Paul Lopez im Tor von West Ham United macht. Hält hier alleinig erstmal die Null fest. Das ist Hector Bellerin. Unten ist Sanchez. Kopfball, sehr gefährlich. Kurz vor der Halbzeitpause. Also die erste Halbzeit war pures Arsenal und absolut gar nichts von West Ham United. Deshalb müssen Änderungen her. Mit der Aufstellung klappt es anscheinend nicht. Vadillo und Zinchenko gehen raus. Antonio und Haksabanovic kommen rein. Einwechsel wollen wir uns noch aufheben, falls Arnautovic rein muss. Kartunen momentan immer noch unser Stürmer. Auch bei Arsenal wurde gewechselt. Aaron Ramsey kommt rein für Mohamed Elneny. Da ist Sam Byram. Wartet auf seine Mitspieler. Unten ist Haksabanovic, aber an den Ball kommt er nicht dran. Dadurch jetzt die Ecke. Ausgeführt von Veloso, China. Schön auf Kartunen und Koscielny schafft es, den Ball zu blocken, bevor der Ball ansatzweise gefährlich auf das Tor von Petr Cech kommt. Die Ecke Nummer 2 für Miguel Veloso konnte man allerdings nicht verhindern. Und Fernandes legt ab auf Oxford. Und der schafft es nicht, den Ball reinzumachen aus nächster Nähe zum Tor. Wird verlängert und dann, boah, aber ganz schlechte Schusstechnik von Reece Oxford. Klar, als Innenverteidiger sollst du nicht unbedingt die Tore machen, aber hey, den kann man ruhig mal machen. Lacazette, kriegt den Ball nicht durch auf Alexis Sanchez. Und so gibt es hier den Spielaufbau über Sam Byram und Michel Antonio, der zur Halbzeit reingekommen ist. Kartunen, wenig zu sehen von ihm, da ist Byram. Liegt auf China ab und auch der schießt vorbei. Riesenchance für Domingos China. Der Ball geht so knapp am Tor vorbei. Ärgerlich. Geht auch raus. Patrick Schick kommt rein. 15 Minuten noch zu spielen. Jetzt sogar nur noch 10. Da ist Fernandes. Bleibt hängen. Bleibt zum zweiten Mal an Mustafi hängen. Der kriegt dann auch den Ball endgültig. Da ist Aaron Ramsey. Oben ist Riyad Mahrez mit Lacazette im Zusammenspiel, kommt vorbei. Lacazette, schöner Pass auf Mustafi, nach vorne gekommen und das war nicht gut von Skovgaard, unserem heutigen Linksverteidiger. Elfmeter für Arsenal und auch noch die rote Karte. Ei. Sah gar nicht so heftig aus, aber der Schiedsrichter hat sofort auf Rot entschieden und ja, will den Ball hier wegschlagen, macht das aber nicht klug. Lacazette also mit dem Elfmeter gegen Paul Lopez. Und macht ihn links unten rein. 1-0-Führung für Arsenal, die ihre Anstrengungen eigentlich komplett zurückgefahren haben in der zweiten Halbzeit, nachdem sie in der ersten Halbzeit so stark gespielt haben. Jetzt macht aber Alexandre Lacazette sein zweites Tor im FA Cup. In der 84. Minute wenig bis gar keine Zeit mehr für West Ham United. Wenn, dann muss jetzt was passieren. Lacazette kommt aber hier an Winston Reed vorbei. Alexis Sanchez ebenfalls und Paul Lopez muss nochmal eingreifen. Und das reicht dann eben nicht. Arsenal schlägt West Ham United im Viertelfinale des FA Cups. Und West Ham United ist damit raus. Ja, wie ärgerlich. Leider musste man auch wirklich viel rotieren für den Spielplan, der sehr eng ist.
Aber das soll keine Ausrede sein, weil man hätte trotzdem mal gewinnen können, wenn man die Chancen genutzt hätte, die zum Beispiel China oder Rees Oxford hatten. Sehr ärgerlich und enttäuschend natürlich. Aber wir werden dafür halt den Fokus jetzt auf die Premier League legen können. Anders als United, Liverpool und Chelsea. Und auch auf die Europa League. Hoffen wir mal, dass es dann in der nächsten Folge gut läuft. Eintracht Frankfurt sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Achtelfinale der Europa League Rückspiel in der nächsten Folge. Hoffentlich läuft es dann ein bisschen besser als jetzt gerade im FA Cup. Wir haben ein sehr gutes Ausgangsergebnis und sollten das schon hinkriegen, aber gefährlich wird's. Also bis dahin. Tschö.